Schön, dass du da bist, lieber Krebs. Dein Gegenüber. Darum geht's. Wie steht er oder sie zu dir? Wie fühlt er? Wie denkt er? Die Zeitspanne für diese kollektive Legung ist Ende Juli 2023 bis Ende August 2023, lieber Krebs. Und ich spreche aus der Sicht einer Frau. Wenn es der Mann bist, drehst du es entsprechend um. Mit diesen beiden Kartendecks arbeite ich. Ich freue mich schon sehr drauf, lieber Krebs. Und damit du weißt, ob du mit dabei bist in dieser kollektiven Legung, schau einfach mal, wie ist die Energie zwischen euch, zwischen dir und deinem Gegenüber, damit du weißt, ob du dich da wieder findest. Wenn nicht, ist ganz normal, dass du nicht bei jeder kollektiven Legung mit dabei sein kannst. Dann schau dir Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Venuszeichen oder greife zurück auf eine persönliche Kartenlegung. Und dann schaue ich, also zuerst einmal die Energie zwischen euch beiden, gell, lieber Krebs, und dann, wie du dein Gegenüber wahrnimmst. Und daran erkennst du dann schon, ob du damit dabei bist, und dann schaue ich mir dein Gegenüber an, ja? Gut. Die Energie zwischen euch beiden. Und so nimmst du dein Gegenüber aktuell wahr. Das ist deine ganz persönliche Wahrnehmung, lieber Krebs, ja? Gut. So. Eure Energie. Ich muss ja teilweise immer von den Karten was abdecken, weil der Röhrig Tarot ja, hat dann immer wieder auch Darstellungen von nackten Körpern. Und das könnte sein, dass das dann YouTube irgendwie cancelt. Dadurch überdecke ich das, nur dass du dich nicht wunderst. Die 10 der Schwerter, das heißt, wenn du da resonierst, lieber Krebs, dann ist zwischen euch aus oder ihr seid mitten in einer Trennung oder es war eine ziemlich schmerzhafte Trennung. Okay? Überdeck das dann ein bisschen. So, dass der YouTube nicht irgendwie. Wie nimmst du dein Gegenüber aktuell wahr? Du nimmst dein Gegenüber so wahr, dass die 8 der Kelche, was du. Die Karten von Rörik sind ein bisschen anders zu deuten als das klassische Tarot. Ja? Du nimmst dein Gegenüber wahr, dass er träge ist, also nicht wirklich viel tut. Dass er nicht in Balance ist. Und die klassische Bedeutung der 8er Kelche ist der emotionale Rückzug, also dass eine Entfernung da ist, dass er sie zurückzieht. Ja? Oder auch eben zurückgezogen hat. Also es ist so eine emotionale Entfernung zu spüren. Wenn du sagst, ja, das empfindest du so, dann bist du mit dabei, okay, bei dieser Legung. Gut, wie denkt dein Gegenüber über dich? Wie fühlt er? Das schaue ich mir jetzt an. Und zwar natürlich in der angegebenen Zeitspanne, lieber Krebs. Wie denkt er? Wie fühlt er dir gegenüber, lieber Krebs?
Dann schauen wir mal, ne? Die Handlungsschritte übrigens sollten Handlungsschritte sein. Die schauen wir in der Fortsetzung an. Aha, da liegt sie beiden schon. Den Link zur Fortsetzung findest du wie immer in der Infobox. Ich schaue mir auch dann an eine längerfristige Tendenz. Weißt du von deinem Gegenüber, ob sie seine Haltung dir gegenüber verändert? Im kollektiven Feld und in der weiter schauen wir in der Fortsetzung noch an, einen spirituellen Impuls der Karten an dich, genau diese Person betreffend. Er denkt total an dich, du bist seine Traumfrau und du liegst als Herrscherin, lieber Krebs. Ja? Und er denkt an eure Auseinandersetzung, an die fünfte Stäbe, beziehungsweise das, was auch noch durchkommt, lieber Krebs, für dich oder für manche ist es so, dass er denken könnte, dass er noch andere Anwärter bei dir sein könnten, ja? Oder eben ein Streit, ja, an den denkt er, da liegt er, der König der Münzen. Interessant, lieber Krebs, ist ja, Sekunde. Oh ja. Lieber Krebs, er wittert einen anderen Mann die Möglichkeit, an das denkt er ja, dass da ein anderer Mann sein könnte oder vielleicht sogar ist. Das kann ja auch sein, ne? Es ist ja bei euch aus, lieber Krebs, ja. Es ist definitiv, dass er daran denkt, dass der andere Mann sein könnte. Wie fühlt er denn, lieber Krebs? Sein Herz ist ruiniert. Zehn der Schwerter, genauso wie da in seinem Herzen. Dieses Ende sitzt er durch Mark und Bein, obwohl die Leidenschaft zu dir total da ist und in seinem Herzen. Und das ist jetzt sehr, sehr spannend, ja, weil du ihn ja so wahrnimmst, als das eigentlich gar nichts tut, sich gar nicht bewegt, gell? Lieber Krebs. Das in seinem Herzen, der Wunsch nach einem Neubeginn, ja? Dass das Alte wieder auflebt, dass er das Alte wieder aufleben lässt, mit dem Gericht, das sehr wohl da ist. Die Leidenschaft ist da. Sein Herz brennt für dich und ist jetzt mit den 10 der Schwertern ist echt, puh, also das war echt der volle Knaller. Für ihn, vielleicht gibt es da wirklich, so meint er, ja, es muss ja gar nicht so sein, einen anderen Verehrer. Also von den Gefühlen her möchte er gern das Alte wieder aufleben lassen, lieber Krebs, in der genannten Zeitspanne. Ich schaue mir jetzt an, welche Handlungsschritte da sind in der Zeitspanne, Ende Juli bis Ende August 2023 im kollektiven Feld. Und dann weißt du, ob sich diese ganze Haltung vielleicht ein bisschen länger gesehen verändert, was sie da zeigt. Und dann den einen oder anderen spirituellen Rat. Unter ist jetzt noch klingender Narr, also er hat auf alle Fälle in sein Energiefeld, dass er wieder neu mit dir beginnen möchte, lieber Krebs. Gut. Lieber Krebs. Ich danke dir ganz herzlich fürs Mitdabeisein. Ich freue mich sehr. Falls wir uns bei der Fortsetzung sehen, danke übrigens für dein Abo, fürs Like, fürs Teilen von meinem Kanal. So verbreiten sie die spirituellen Impulse im Netz und helfen, so hoffe ich, unterstützen sehr viele Menschen und inspirieren sie. Bis bald und viel, viel Segen für dich, Stella.